Herzlich willkommen zu dem Tutorial Zeichnen mit Canvas und JavaScript. Mein Name ist Frederik Weitz und wir machen dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich hatte euch gezeigt, wie man einen radialen Gradienten auf den Bildschirm bringt. Und diesmal möchte ich euch ein bisschen genauer zeigen, wie dieser Befehl überhaupt funktioniert, wieder zeichnen. Das ist nämlich nicht ganz so einfach, erstmal einzusehen, und dazu werden wir uns so eine kleine Hilfsansicht machen. Die sieht dann so aus und das entsteht aus dem Programm oder aus der Zeichnung, die wir vorher definiert haben, nämlich dieser Zeichnung. Ich zeige euch gleich wie und warum uns das hilft, den Befehl Radial Gradient genauer zu verstehen. So, wir gehen in unser Programm hinein, so, und hier haben wir eben unseren radialen Gradienten definiert. Und das Erste, was ich jetzt machen möchte, ist, dass ich den äußersten Wert in ein Rot umwandeln möchte. Das heißt, ich nehme aus dem zweiten und dem dritten Kanal, aus dem grünen Kanal und dem braunen Kanal, nehme ich die 255 raus und verwandle die in eine oder setze dafür eine 0. Dann verändere ich die Transparenz auf 0,3. Das heißt, es gibt eine 30-prozentige Nicht-Transparenz. Und dann haben wir jetzt folgende Ansicht. Wir haben also außenrum jetzt so einen unscharfen, schmalen roten Rand. Und der Rest weiter außen, der wird mit einer Transparenz aufgefüllt. Und ja. So, was passiert, wenn ich jetzt den Mittelpunkt des Kreises, des äußeren Kreises, so setze, dass der innere Kreis mit seinem Mittelpunkt nicht mehr in den Radius des äußeren Kreises sitzt? Und das möchte ich euch jetzt hier zeigen. So. Als Erstes zeige ich euch noch, wie man den ganz auf den Rand setzt, so, oder was, wie das aussieht. So, und jetzt seht ihr hier ein unschöner Effekt oder vielleicht auch ein schöner Effekt, je nachdem, was ihr eben zeichnen wollt. So, der innere gelbe Kreis, der sitzt ganz am Rand mittlerweile. So, der Rand ist ganz schmal geworden und dadurch auch sehr scharf. Also es gibt nicht, wie auf der Gegenseite hier oben, gibt es eben so ein Fließeffekt in die Transparenz hinein, so, und dadurch sieht der Kreis sehr unregelmäßig aus, ne, weil er auf der einen Seite eben eine scharfe Kante hat und auf der anderen Seite eine weiche Kante. Das ist vom Design her meistens ungünstig, ne, aber hier geht es ja jetzt auch erstmal um Vorführeffekt. So, jetzt habe ich das auf 108, 108 mit dem Mittelpunkt des äußeren Kreises, jetzt setze ich den auf 107 und 107. So, und jetzt plötzlich fällt der Mittelpunkt von dem inneren Kreis, fällt außerhalb des Radiuses des äußeren Kreises. Und jetzt passiert Folgendes, und man versteht jetzt erstmal gar nicht, warum ist jetzt hier etwas oder was ist überhaupt passiert, dass das jetzt das Ganze so komisch anzeigt. So, um das zu verstehen, werden wir uns jetzt den Mittelpunkt des äußeren Kreises noch ganz weit außerhalb schieben. Also ganz woanders hin, und upsala, das sollte jetzt nicht sein. Und wenn wir das Ganze jetzt abspeichern und uns anzeigen lassen, dann sehen wir Folgendes. So, und was ist jetzt passiert? Naja, im Prinzip, das werden wir uns gleich nochmal genauer ansehen, beginnt der an dem beim Mittelpunkt des Radius beginnt der zu zeichnen. So, erst einen ganz kleinen gelben Kreis, dann wird der immer größer gezeichnet, immer größer, immer größer, immer größer, und dann bis zum Mittelpunkt des äußeren Kreises, der sitzt dann hier irgendwo, und dort hört er ja nicht auf zu zeichnen, sondern der macht dann auch noch oder zeichnet immer weiter größere Kreise. So, jetzt ist die Frage, warum entsteht jetzt hier diese komische spitze Ecke und dann eben mit, aber das ist jetzt abgeschnitten, diese Drachenform. So, und dazu müssen wir ein bisschen weiter
ausgreifen und uns so ein paar Hilfslinien zeichnen. So, diese Hilfslinien, als erstes möchte ich mir einen Pfad zeichnen, und dieser Pfad, der soll mir eben so, der soll mir den Weg von dem einen Mittelpunkt zum anderen Mittelpunkt zeigen. Und ich möchte hier eine Linie, eine blaue Linie mir auf diesen, auf diese Grafik draufsetzen, ein Stroke Style, und den setze ich auf Blue. Und dann bewege ich den Cursor zu dem Nullpunkt, das heißt zu der linken oberen Ecke, und zeichne eine Linie zu 300 und 300. So, und wer jetzt so ein bisschen mitgerechnet hat, der weiß, dass der durch die beiden Mittelpunkte hier durchgeht, weil die eben auch immer auf dieser gleichmäßigen XY-Verschiebung besitzen. So, dann muss ich mir das Ganze anzeigen lassen durch ein Bread Stroke, und dann kann ich den Pfad schließen. So, und das sieht jetzt folgendermaßen erstmal aus. Ich habe jetzt hier eine blaue Linie, und ihr seht, der geht hier genau durch den Anfangspunkt, wo das angefangen wird zu zeichnen, und vermutlich auch durch diesen letzten äußeren Kreis. Da könnten wir uns den jetzt auch noch anzeigen lassen, mit einer Hilfslinie. Das möchte ich jetzt aber nicht machen. Denke, ihr glaubt mir schon. So, und diese blaue Linie teilt auch tatsächlich das Gezeichnete sozusagen genau in der Mitte ein, das heißt auf der, einer Art Spiegelachse. So, das ist das Erste, was ich als Hilfslinie machen möchte, um das zu verstehen. Das Zweite ist, dass ich mir einen Fill Style definiere, und ich setze den jetzt auf Rot. Und dann zeichne ich mir zwei Rechtecke, und zwar einmal um den Mittelpunkt des äußeren Kreises herum und einmal um den Mittelpunkt des inneren Kreises herum, ja, des inneren Kreises. So, und da nehme ich jetzt einmal 59, 59 und zeichne ein kleines Rechteck von 3 Pixel Länge und 3 Pixel Höhe. Und das heißt genau um den Punkt 60, 60 herum. Und dasselbe mache ich noch mit dem äußeren, mit dem inneren Kreis. Und da nehme ich 159, 100, was ist das? Nee, 149 mal 149. Und auch dort eine Breite und eine Höhe von 3 Pixeln. Und dann sieht das Ganze so aus. So, also hier Mittelpunkt des äußeren Kreises, Mittelpunkt des inneren Kreises. Da der äußere Kreis den inneren Kreis überlagert, so zeichnet er wohl von hier aus, von dem inneren Kreis weiter zum äußeren Kreis und von dort aus weiter dann eben immer die gleiche äußere Farbe, nämlich hier unser transparentes Rot. So, das ist jetzt so das Erste, was ich euch zeigen wollte. Was passiert denn, wenn ich jetzt den inneren Radius wieder auf einen größeren Wert setze? Sagen wir mal auf 20. So, und jetzt ist etwas Komisches passiert. Jetzt wird der Mittelpunkt, also der kleinste Kreis, der wird viel, viel weiter außen gesetzt, also gar nicht auf diesen Mittelpunkt. So, und jetzt müssen wir uns so ein bisschen in unserem Denken umändern und überlegen, was macht denn überhaupt mein dieser Gradient-Befehl? So, der zeichnet hier bei diesem kleinen roten Punkt, zeichnet der mir tatsächlich einen Kreis von 20 oder ja, also von 20 Pixeln Durchmesser.
Und hier zeichnet er mir einen Kreis von 60 Pixeln Durchmesser, aber durch die beiden Mittelpunkte definiere ich nicht einen Anfangswert und einen Endwert, sondern einfach nur einen Vektor. Und auf diesem Vektor bezeichne ich die Stellen, wo er bestimmte Kreise mit einem bestimmten Durchmesser zeichnen soll. Das heißt aber, dass der mit dem Nullkreis, also mit so einem Kreis von einem Punkt Durchmesser, wesentlich weiter außen anfängt. Also ich nehme mal an, dann ungefähr, also proportional zu dieser Linie, die ich hier definiere, noch weiter außen, von hier bis hier, von 20 Pixeln Radius bis zu 60 Pixeln Radius ist ein Abstand von 40 Pixeln. Und das heißt, hier ist auch nochmal ein Abstand von 20 Pixeln. Das heißt, diese Linie von dem inneren roten Radius bis zu der Spitze dieses Dreiecks dürfte genau die Hälfte sein von dem Abstand der beiden Mittelpunkte, die ich übergebe. Ist ein bisschen kompliziert, gebe ich zu. Aber der Mittelpunkt ist nicht dort, wo er beginnt, wo er anfängt zu zeichnen, der innere Mittelpunkt, sondern eben in Verhältnis zu dem Radius, den ich angebe. Ne? Wenn ich einen Radius 0 angebe, beginnt er genau hier auf dem roten Punkt. Und wenn ich einen Radius von 20 angebe, dann verschiebt er sich, und zwar im Verhältnis zu der Angabe des äußeren roten Punktes. So, das kann man auch in einer Transformation deutlich machen. So, und damit seht ihr, wie der Radial Gradient Befehl überhaupt zeichnet. Der zeichnet im Prinzip Kreise, immer größer werdende Kreise auf einem Vektor, auf einer Linie, und mit den Mittelpunkten gebe ich im Prinzip nur zwei Punkte an, die auf diesem Vektor liegen, und wo die genau liegen, das definiere ich durch den Radius. So, und das muss man sich erstmal durch den Kopf gehen lassen. Das ist relativ kompliziert am Anfang zu verstehen, und wie man das nutzen kann. So, am Anfang möchte man natürlich erstmal bei diesen schönen Kreisen bleiben, die man sich damit zeichnen kann. So, und wie man diese Funktion dann nutzt, die hier, also wie hier, dass man eben die, den Innenkreis außerhalb des äußeren Kreises zeichnet. Da muss man dann gucken, was ist sinnvoll, was kann man damit überhaupt machen. Aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Gut, war ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, ich habe euch trotzdem rüberbringen können, was mit diesem Radial Gradient Befehl passiert, wie der zeichnet. Und dann hoffe ich auch, dass euch das Video gefallen hat, trotz der Komplexität. Dann gebt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, und dann wird es wieder einfacher. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.